Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Hourglass und zwar die neue Soft Glow Foundation, die gerade eben rausgekommen ist von Hourglass. Ich habe die bestellt bei Space NK. Dort kostet sie 48 Euro. Da kann man auch in Deutschland zollfrei bestellen. In Deutschland habe ich sie jetzt noch nicht gesehen. Sie wird aber sicherlich auch in Deutschland bald erhältlich sein. Aber Space NK ist so ein Shop, da bestelle ich sehr gerne. Die liefern immer ziemlich zackig und wie gesagt, es ist zollfrei. Die Foundation gibt es bei Space NK in 32 Farben. Es sind 30 Milliliter enthalten, also die übliche Größe. Sie ist hergestellt in Korea, hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten angegeben, kommt hier in so einer Glasflasche mit dieser braunen, hochglänzenden Verpackung, wie man das so von Hourglass kennt. Es ist eine sehr schöne, sehr schmale Flasche. Gefällt mir vom Ästhetischen schon mal sehr gut. Sie sagen, das ist eine Liquid Foundation, die eine langeinhaltende, aufbaubare Deckkraft bietet. Sie soll eine schwerelose, flüssige Formulierung haben, die für ein smoothes und so ein zweites Hautgefühl sorgen soll. Und sie soll gleichzeitig feine Linien und Falten ausebnen, Poren blurren. Sie hat Light Diffusing Pigments enthalten und Blurring Spheres. Die soll auch gegen Blue Light helfen. Da bin ich ja immer ein bisschen kritisch. Also ich glaube, draußen gibt es dann schon so Blue Light, aber so vor Monitoren und so, da ist ja gar nichts erwiesen. Aber gut, sie hat auch weißer Tee und Vitamin E enthalten. Das sind Antioxidantien. Die sollen davor schützen, dass man Schädigungen durch freie Radikale bekommt. Und die Foundation soll transfer resistant sein und auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Schwitzen, also auch dem soll sie standhalten. Das werde ich nächste Woche gerne testen. Im heutigen Video mache ich ein First Impression und auch so einen kleinen Tragetest. Aber heute ist es jetzt auch gar nicht so warm draußen, dass ich mal sehen werde, wie weit ich die wirklich in den Test bringen kann, ob sie transfer resistant ist und auch wetproof sozusagen. Sie soll bis zu 16 Stunden halten und soll so ein leichtes Leuchten geben. A lit from within, also ein Leuchten von innen heraus, so soll das aussehen. Ich habe mir die Farbe 5 mitgenommen. Das wird beschrieben als Light Neutral. Vor allem beim Swatchen habe ich gedacht, die sieht ein bisschen gelb aus. Die kommt hier mit so einem Pumpspender. Ich gebe mal einen Pump hier drauf. Ah ja doch, jetzt hier in dem Licht sieht es doch einigermaßen neutral aus. Vielleicht so ein bisschen auf der gelberen Seite. Vorhin im Sonnenlicht sah die sehr gelb aus. Ich glaube, jetzt gegen meine Haut, da sieht man es dann schon ein bisschen. Das ist online immer etwas schwierig. Ich trage sie mal als erstes auf der einen Hälfte von meinem Gesicht auf. Sie fühlt sich sehr cremig an, ist jetzt nicht so flüssig, dass sie davonläuft, sondern eher wie so eine Hautcreme. Gebe mal hier etwas drauf. Ja, also sie ist schon etwas mehr auf der gelberen Seite. Ich nehme mal den Jumbo Base Pinsel. Den habe ich ja auch aus dem Fusion Set. Und der ist jetzt aus dem neuen Keyaki Set von Sonia Chi. Mit den kleinen Stielen. Und dann gucke ich mal. Das war jetzt ein guter Pump. Und davon habe ich nicht alles verwendet. Ich merke aber schon, dass die Deckkraft so ganz gut ist, dass ich da in keinem Fall so viel Produkt brauche. Ich habe jetzt nur Hautpflege drunter. Das ist auch schon so eine Stunde her ungefähr. Und ach doch, die Farbe sieht ganz gut aus. Ich baue mal hier ein bisschen auf. Und dann ist das eine leichte Schicht mit etwas aufgebaut hier in meiner Wangenregion. Dann haben wir hier einmal ohne und einmal mit. Ich finde, der Unterschied ist schon sehr deutlich. Ich hole euch auch gleich mal ein Stückchen näher ran. So, dann könnt ihr das Finish vielleicht besser erkennen. Jetzt muss ich mir mal einen Spiegel schnappen. Der Auftrag mit dem Pinsel hat ganz gut geklappt. So jetzt auf den ersten Blick so von Weitem, finde ich, sieht sie ganz gut aus. Sie hat jetzt nicht so ein komplett glowy Finish, aber so die Leuchtkraft, die
oder die jetzt eh auf meiner Haut war, von meiner Hautpflege, die finde ich ist auch erhalten geblieben. Also sie macht es jetzt nicht komplett matt. Ich bin mal gespannt, wie sie sich setzt, wenn sie runtertrocknet. Ich könnte mir vorstellen, dass die etwas trocken sein könnte. Also meine Poren hier in dem Bereich kann ich schon noch erkennen. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie so einen Blurring-Effekt macht. Im Moment hat sie sich jetzt aber auch noch nirgends abgesetzt. Ich mache mal die zweite Seite. Ich nehme mal den Rest von meinem Handrücken. Gib mir noch so einen kleinen Pump auf meine Hand und dann nehme ich meinen Schwamm und arbeite da das mal mit dem Schwamm ein. Und da sieht man schon, also mein Schwamm hat hier doch einiges aufgenommen und da ist im ersten Step auf jeden Fall die Deckkraft um einiges leichter als jetzt auf der Pinselseite. Ich baue daher hier jetzt auch noch mal ein bisschen auf. Ich kriege immer durch den Pump ein wenig zu viel Produkt. Aber auch das Aufbauen mit dem Schwamm klappt ganz gut. Und dann sieht das so aus. Ich hole euch, glaube ich, noch mal einen Tacken näher ran. Ich finde, so im ersten Moment sitzt sie ganz gut. Ich finde immer, dass sobald Foundations so ein bisschen mehr Deckkraft haben, sehe ich schon, also gerade jetzt in dem Bereich, auf jeden Fall, also wo meine Haut auch nicht so perfekt ist und so ein bisschen trockener ist, sehe ich auf jeden Fall, dass ich Foundation trage. Nicht schlimm, aber es ist jetzt nicht so dieser komplette zweite Hauteffekt. Meine Poren, wie gesagt, die sind schon noch sichtbar. Ich glaube, das erkennt man immer hier mit dem Licht nicht so gut. Also so komplett Blurring ist sie nicht, hebt es jetzt auch nicht so stark hervor. Da muss ich jetzt mal abwarten, was jetzt so die nächsten Stunden bringen, ob sich das absetzt. Ich werde es auch mal probieren, dass ich nur eine Seite von meinem Gesicht abpuder und die andere so lasse. Sie ist jetzt schon noch so ein bisschen klebrig, aber dadurch, dass sie jetzt nicht ganz so flüssig ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die auch von sich aus einigermaßen runtertrocknet. Ich würde jetzt mal den Rest von meinem Make-up machen und dann sehen wir uns noch mal gleich wieder. Und jetzt hier vielleicht noch mal, also hier ist es runtergetrocknet, sie oxidiert ein bisschen und dann habe ich jetzt sogar das Gefühl, dass sie mehr in die peachige Richtung oxidiert als gelb. Das ist total interessant, weil im Sonnenlicht sah sie wesentlich gelber aus. So, jetzt wollte ich es noch mal kurz zeigen. Ich habe etwas von dem Chanel Concealer unter mein Auge gegeben, aber nur ganz wenig. Und auf dieser Seite habe ich es jetzt mit dem Say-Puder gesettet. Das ist ja ein Puder, was jetzt auch nicht so ganz todmatt ist. Und das ist jetzt auch kein Puder, das so, ja, wenn Foundations so ganz feucht sind, dann hat das so ein bisschen wenig Erschmackes dafür. Aber bei der hier hat das jetzt gut geklappt von der Seite, sodass ich hier nicht mehr das Gefühl habe, dass es klebrig ist. Auf der Seite habe ich jetzt noch nicht gesettet. Ich habe es jetzt ungefähr so, naja, 10 Minuten drauf. Also ich war vorhin noch mal draußen, habe Bilder gemacht und es fühlt sich schon noch so etwas klebrig an, so dass ich den Wunsch hätte, es zu setten. Ich mache das aber nicht. Ich trage jetzt auch nur so einen ganz leichten Bronzer auf. Dann nehme ich auch den Pinsel, den Soft Face aus dem neuen Set von Sonia Chi. Gehe hier in das Bronzing Puder von T. Leclerc rein und wärme nur so etwas mein Gesicht auf. Dadurch sette ich zumindest ja so ein bisschen was auf dieser ungesätteten Seite. Der Bronzer hat sich jetzt auch auf der gesätteten Seite etwas schöner auftragen lassen als auf der anderen Seite. Ich finde, hier sieht es ebenmäßiger aus als jetzt hier. Jetzt auch nicht schlimm, aber ich merke schon, dass das Puder darunter geholfen hat. Ansonsten mag ich den Bronzer ja sehr gerne. Und mehr mache ich jetzt auch im Gesicht nicht, um wirklich die Foundation zu testen. Ich drehe jetzt noch mal kurz das Video zur Natasha Denona Mini Bronze Palette. Und dann sehen wir uns gleich noch mal hier auch mit dem auch dann fertigen Augenlook. So, jetzt habe ich kurz noch ein Mini-Video zu der Mini Bronze Palette dazwischen geschoben, also habe jetzt nur einen Augenlook gemacht. Jetzt
finde ich, könnte ich fast ein bisschen mehr Bronzer gebrauchen, weil der Augenlook so bronzig ist und jetzt mein Gesicht fast ein wenig blass wirkt dagegen. Ich möchte das jetzt aber eben, um die Foundation besser testen zu können, erstmal so lassen. Ich hole euch auch nochmal näher ran. Also die Foundation ist jetzt eine Stunde drauf. Ich finde, sie hat sich jetzt ganz gut gesetzt. Also hier merke ich es noch so ein bisschen. Ansonsten, ich muss aufpassen, ich habe überall Swatches, dass ich mich jetzt nicht so versau. Ansonsten fühlt sich es jetzt auf der Seite auch nicht mehr so klebrig an. Besser gefällt mir, also vom Anfühlen, die leicht gepuderte Seite. Aber ich glaube, optisch sieht man nicht einen großen Unterschied. Sie hat sich nicht in die Falten gesetzt. Das Einzige, was ich nach wie vor finde, sie ist für mich nicht porenverfeinernd. Da habe ich manche Foundations, die lassen die Porenpartie noch ein bisschen schöner ausschauen, aber sie verstärkt das jetzt auch nicht sehr, sodass es mich nicht groß stört. Nur dadurch, dass sie halt geschrieben haben, sie wäre porenverfeinernd, das kann ich jetzt im ersten Moment nicht feststellen. Also ich sehe sehr wohl noch meine Textur auf der Haut. Also hier, glaube ich, kann man es auch ganz gut sehen. Aber sie hat sich nirgends abgesetzt und sie fühlt sich erstmal gut an. Also sie fühlt sich sehr schwerelos an. Ich spüre sie nicht auf meiner Haut, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch mal ein paar Stunden durch meinen Tag und dann sehen wir uns später wieder. Hallo und willkommen zurück. Wir haben es jetzt circa, ja, so 8,5, 9 Stunden später. Und ich wollte ein letztes Update und mein erstes Fazit zu der Foundation geben. Ich blende auch hier mal direkt Bilder im Tageslicht ein. Das war einmal kurz nachher und dann nochmal ein paar Stunden später. Ich finde, die Foundation sieht auch im Tageslicht ganz gut aus. Sie ist weder sehr matt noch sehr glänzend. Also ich denke, für mich oder auf meiner Haut wirkt sie wie eine sehr natürliche Foundation. Sie hat so einen leichten Glanz. Sie mattiert nicht ganz runter, ist aber für mich auch in keinem Fall eine Glowy Foundation. Was mir am meisten aufgefallen ist, und das ist mir schon beim Auftrag aufgefallen, also ich glaube, als erstes ist es für mich und meine doch eher trockene Haut wichtig, dass ich wenig Produkt verwende. Alles, was immer eine höhere Deckkraft hat, da passiert es mir einfach öfter, dass Foundations sich ja schwer anfühlen oder dann auch schwer ausschauen. Und ich denke, dass kann mir diese hier auch passieren. Ich habe jetzt nur so eine sehr leichte Schicht aufgetragen. Sie fühlt sich sehr gut an. Ich habe ja eine Seite von meinem Gesicht gepudert und die andere nicht. Ich finde, mittlerweile oder nach diesen Stunden fühlen sich beide Seiten gleich an. Also auch die andere Seite hat sich gesetzt. Ich habe noch eine Zeit lang gespürt, dass es nicht gepudert war. Es war jetzt nicht wirklich klebrig oder dass die Haare sich verfangen würden. Also ich kann sie auch ohne Puder tragen, aber ich bevorzuge auf jeden Fall die Seite mit dem Puder. Und was mir ja auch zu Anfang aufgefallen ist, und das ist mir auch im Tageslicht aufgefallen, sie schreiben ja, es wäre sehr porenverfeinernd. Das finde ich jetzt nicht. Ich habe Foundations, die sitzt über meinen Poren noch ein bisschen besser. Das sind jetzt Mühs. Also ich finde jetzt hier so von der Ferne sieht das alles sehr gut aus und es sieht auch nicht so aus, als wären meine Poren jetzt irgendwie hervorgehoben. Aber wenn ich so ganz kritisch drauf schaue, dann finde ich so diese Partie jetzt auch nicht unbedingt ausgeglichen, sondern ich sehe da meine Poren auf jeden Fall schon noch. Ich werde sie jetzt die nächste Woche noch mal probieren mit meinem Tom Ford und auch mit dem Hourglass Primer. Die wirken ja beide bei mir so ein bisschen porenverfeinernd, wie sie da drüber sitzt. Oder dann auch noch mal Puder. Ich arbeite auch gerne gerade in der Zone so ein bisschen mit Puder, um das Hautbild noch ein wenig ebenmäßiger aussehen zu lassen. Aber alles in allem ist mein erster Eindruck tatsächlich ganz gut. Ich hole euch auch mal jetzt näher ran. Dann könnt ihr euch auch noch mal ein besseres Bild machen. Also das ist jetzt die gepuderte Seite. Ich finde, das sieht alles noch sehr gut aus. Ich hatte auch vorhin mal, also ich war nicht draußen, ich hatte mal kurzzeitig eine Maske auf für so eine halbe Stunde, einfach um es mal zu testen. Ich habe so ein bisschen einen Abdruck an der Nase und so ganz leicht an den Falten, aber auch nur ganz leicht. Ich bin aber jetzt auch heute nicht wirklich ins Schwitzen gekommen, so
dass da der Härtetest, ob sie wirklich Schwitzen aushält und hohe Luftfeuchtigkeit, der steht noch aus. Also bei mir heute in der Wohnung ist es in keinem Fall heiß, deswegen musste sie da keinen besonderen Test standhalten. Aber sie ist auf jeden Fall eine, die nicht sofort sich auf die Finger legt, wenn man sie anfasst. Wie es dann aber ist, wenn man wirklich schwitzt, weiß ich nicht. Ich finde, meine Haut, ich habe ja keinerlei Primer drunter, sondern nur meine normale Hautpflege. Und ich finde, meine Haut sieht im Moment sehr natürlich aus. Ich glänze nicht besonders, aber ich sehe jetzt auch nicht so trocken aus. Das Einzige, wo ich so ein bisschen was sehen kann, ist hier die Kinnregion. Da sehe ich es immer als erstes, wenn sich Foundation abträgt, dass es hier nicht mehr so ganz ebenmäßig sitzt. Aber da ist halt auch die Zone, wo ich oftmals, ich sitze öfter so da oder greife mir dann im Gesicht rum. Ansonsten hat sie sich nicht wirklich in meine Fältchen abgesetzt. Also das sieht alles noch gut aus. Ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwo auf trockene Stellen gelegt hätte. Und jetzt könnt ihr ja vielleicht meine Poren hier sehen. Man sieht sie halt. Also das ist meine normale Haut. Ich finde, das sieht völlig okay aus. Ich finde sie nur nicht wirklich porenverfeinernd. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das hier so ausgeblurrt. Ich kann auch nochmal hier an der Stirn zeigen. Also auch wenn ich hier meine Stirn bewege und hier die Falten, dann glaube ich, kann man gut erkennen, dass sich hier also nichts reingesetzt hat. Das sieht alles noch gut aus. Auch hier, das ist ja auch so eine Partie, wo ich viele so kleine Krisselchenfalten habe. Und natürlich auch, wenn ich spreche, wenn ich lache, dass sich sehr bewegt. Und auch hier kann ich jetzt nicht erkennen, dass ich irgendwas reingesetzt hätte. Das macht alles in allem erstmal einen sehr schönen Eindruck. Also für mich, Fazit zu der Foundation, das ist eine Foundation, die jetzt nicht so zu meinem typischen Beuteschema gehört. Da mag ich etwas leichtere Foundations lieber. Die Chanel Nummer 1 Foundation, das war so eine Foundation, die mich sofort so völlig begeistert hat. Das war jetzt bei der nicht so, aber sie macht durchaus einen sehr schönen ersten Eindruck, gerade wenn man vielleicht etwas mehr Deckkraft haben möchte und so ein natürliches Finish, also weder zu matt noch zu glänzend, dann kann ich mir die sehr gut vorstellen. Im ersten Moment macht sie auch einen sehr guten Eindruck, was das Thema Haltbarkeit betrifft. Also ich finde, sie hat sich in keinem Fall sehr zum Negativen die letzten Stunden verändert, sondern sitzt noch genauso gut wie vorher. Ich bevorzuge es, wenn ich sie ein bisschen abpuder. Also die Seite gefällt mir auch besser als die ungepuderte Seite und hat sich auch am Anfang besser angefühlt. Wichtig für mich ist, bei dieser Foundation nicht zu viel zu benutzen. Ich denke, wenn ich zu viel benutze, dann kann sie schon auch ein bisschen vielleicht trocken aussehen an manchen Stellen oder dann sich auch absetzen, aber mit so einer leichten Schicht. Und da geht wirklich eine kleine Menge einen großen Weg. Ich habe nicht viel von dem Produkt gebraucht, um eine doch gute Abdeckung hinzubekommen. Das ist auf jeden Fall eine Foundation, mit der möchte ich weiter rumspielen und gehört zu den besseren Foundations, die ich in letzter Zeit getestet habe. Nicht zu den allerbesten, aber auf jeden Fall zu den besseren und ich bin doch ganz zufrieden. Auch mit der Farbe, da finde ich jetzt auch die Nummer 5, sieht ganz gut aus. Das war jetzt so meine First Impression und jetzt werde ich die Foundation die nächsten Wochen noch ausgiebiger testen und dann in einem zukünftigen Roundup-Video kann ich dann noch mal mehr dazu sagen. Ansonsten war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.